Wetterbericht. Klar, schlaf natürlich ein. Klar. Und selbst die Frage kann er mir nicht beantworten. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Liga-Rennen-Highlight-Video der MXL. Heute melden wir uns aus dem Land der aufgehenden Sonne bei Regen, Starkregen, also Full-Wet-Bedingungen. Ja, also ich bin auf Platz 2, super knapp hinter Sasuke, aber das werdet ihr gleich sehen. Knitti ist natürlich auch am Start. Hallo, na? Und heute müssen wir leider ohne Renningenieur auskommen. Sowohl Dr. Rush als auch Hunzel sind leider verhindert. Schöne Grüße gehen raus an die beiden. Ja, Knitti startet von Platz Nummer 7. Hashtag sehr stolz auf meinen Teamkollegen. Denn es ist ja auch für unseren Motorenhersteller das Heimrennen. Und ja, das Rennen soll die ganze Zeit so bleiben. Qualifikation war trocken. Und Qualifikation, hier ist meine Hotlap für euch. Wir sehen uns im Ring. Zweite. Oh, 19.000stel. Okay, Platz 1. Sasuke geschnappt. Puh. Die ersten haben sich schon rausgedreht. Hast du einen Platz gewonnen oder verloren? Nee, verloren. Ich am Start, meine Kupplung hat gesagt, nö. Okay. Da ist gelb in der Haarnadelkurve, was ist da los? Steht ein Alpine. Ein Alpine? Das muss Levox oder Lucky sein. Ja, einer von beiden. Okay. Zehnter bin ich jetzt. Okay. Ich komme aber an Flo und nicht vorbei. Und der wird von Yoshi aufgehalten. Dann geh einfach am Bein vorbei. Das wäre gut. Wetterbericht. Klar, schlaf natürlich ein. Klar. Und selbst die Frage kann er mir nicht beantworten. Ich probiere es erneut. Wetterbericht. Okay. Our main competitors in this race are... Ja, liebe Zuschauer, der Jeff möchte mich offensichtlich verarschen. Weißt du was, Mate? Ich mach's selber. These conditions don't look like they're shifting. We're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. Full wets seem to be the fastest tire for now. Wirklich, Jeff? Keine Slicks? Respekt. Keine Ahnung, wo du deinen Abschluss gemacht hast. So. Safety Car.
Denk an das Delta. Ich fahr rein. Ist VSC. Nee, ist richtiges Safety Car. Nee. Naja. Nee. Bist du schon drinne? Ja. So, ich bin wieder draußen. Raus? Ja, ich bin wieder raus. The drivers we're fighting here are... Boah, Jeff hat da mal Feierabend, ey. Gut, wahrscheinlich fragt man sich jetzt, ey Mike, warum bist du reingegangen? Ich hatte schon 20%. Das hat sich schon so ein bisschen komisch angefühlt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und hole mir neue Puschen. Wow! In den S ist überholt. Ich hab gesehen, du fährst vor mir. Alter, das war mutig mit einer Portion Wahnsinn. Meckel habe ich. Wow, Platz 4 gehört mir. Hoppala. Böser Körb. Beinahe wäre alles vorbei gewesen, Knitti. Ich hab mich schon gedreht. Och man, schade. Jetzt war Warnung 2, jetzt muss ich aufpassen. Das ist aber auch wirklich so eine dumme Ecke da, ey. So, Photon. Meine Fresse!
Hoffentlich war das fair. Eieiei, ich schwitze hier wie sonst was. Sasuke, warum lässt du mich vorbei? What the hell? Why? Warum? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Musst du mir erklären. Och man, Safety Car versaut mir alles. Wer hat sich gedreht? Wer war das? Meckel. Ach, Meckel, komm. Ich halte ernst. Ach, Mann. Warum kein VSC, Mann? Ich bin gar zu gut drauf. Mann! Capo ist ein guter Regenfahrer. Das weiß ich spätestens seit... Ich glaube, Spanien ist auf dem Podium gekommen. Ja, Capo müsste in Spanien auf das Podium gefahren sein. Ja, Sasuke hat da gewonnen. Capo ist auf 2 und ich auf 3, auch nach dieser Wahnsinns-Aufholjagd. Also, lieber Herr Bernd Goldländer, wenn's geht, bitte ein bisschen zackig. Was sagen deine Reifen, Kneti? 31 vorne. Warst du in der Box? Ja, ja. Okay. Weil ich Ach stimmt, du warst ja kurz nach mir, richtig? Genau. Ja. Alter, es ist das bekloppteste Full-Wet-Rennen, was ich jemals in meinem Leben hatte. Das glaubst du mir nicht. Also wenn du das Video siehst, ne? Also, ich bin selber total fertig. Also mein Puls schon wieder bei 140. Das ist normal. Mit so einem Puls penne ich. Ja. Genau. Ich habe hier echt mega Spaß, glaubt es mir. Also früher war ich so einer, hey, Regen, da versage ich. Indem man einfach... Ich sag mal in Anführungszeichen, den Schwanz einzieht. Aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Ich muss mehr Mut haben. So. Herr Mailänder, ich hätte ganz gern 3 Runden. Ist das im Bereich des Möglichen? Oder, ich weiß auch nicht, hat Herr Michael Macy was dagegen? Den mal in die Höhe treiben. Noch eine Runde. Ah, nein! Och Mann, ich versau mir das alles, verdammt. Ich bin dumm, Alter. Ich bin einfach nur dumm. Oh, ich bin dumm, Alter. Ich hab soeben mein Podium weggeschmissen. Ich hab's weggeschmissen. Ich bin doch was dumm, Alter. Warum mache ich denn sowas? Warum, Alter? Warum? Es passiert schon wieder. Ich muss damit aufhören. Ah. Oh, das Safety Car. Warum kam das raus? Warum? Warum mache ich sowas? Oh, Freunde. Das tut weh. Das wäre das beste Full-Wet-Rennen überhaupt gewesen in einem Liga-Rennen. So. So, jetzt ist bei mir der Beast-Modus. Och, nein! Oh, verdammt, Alter, was ist das denn? Alter, was soll denn die Scheiße hier, verdammt? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wer war das? Wer versaut hier unser Rennen? Wer war das?
Ja, das war's. Also ich fahre eine Box. Ach nein, Alter. Jetzt bin ich echt scheiße gelaunt. Mein Gott, Alter. Ich würde ja gerne schneller fahren. Tut mir leid, aber ich kann nicht. Mein Flügel ist ramponiert. Da ruhe ich nie wieder auf. Weg ist. Oh, ich muss ja so hart kämpfen, ey. Sorry, Wahl. Okay, hat das Auto weggeworfen. Ah, schade für ihn. Jeff! Jeff! Ich bestehe auf meine Pizza! GG Capo, hast du dir auf jeden Fall echt verdient. Neunter. Hey, Alter, das kannst du keinem erzählen. Wie doof muss ich sein? Warum mache ich immer so eine Scheiße? Ich will meine Reifen auf Temperatur bringen und ich verkacke auf ganzer Linie. Oh. Ich behalte zwar meine WM-Führung, aber Capo, GG, Mann. Du hast heute aber mal dermaßen aufgeholt. Es hätte mein Rennen werden können. Sorry, Honda. Ich habe euch enttäuscht. So, liebe Leute, hier seht ihr das Endresultat. Also, Capo gewinnt vor Photon und Sasuke. Glückwunsch euch drei zum Podium. Dann Levox, Hanse, Fluorocopter, Spoko, Tibor, meine Wenigkeit, Yoshi, Wahl, Mikkel, Heisenbrett, Lucky und Laura gehen mit Punkten nach Hause. Glückwunsch dazu. Antion, mein Teammate Knitty, Kain, gehen leider ohne Punkte nach Hause. Wissam ist nur versehentlich dazu gejoint. Ja, was soll ich sagen, Leute? Es hätte ein Sieg werden können. Ich bin gerade so abgefuckt, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin echt sauer, ich brodel innerlich. Ich könnte eigentlich glatt ausrasten. Naja, in diesem Sinne, wenn euch das Ganze doch gefallen haben sollte, lasst mir ein Like da. Ein Abo habe ich überhaupt nicht verdient für sowas. Und dann würde ich sagen, sieht man uns beim nächsten Video. Danke an Knitty trotzdem fürs gute Rennen. Danke, Mann. Und, gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.